Ich bin hier bei Buggies Fight Night und stelle hier einen erfahrenen Trainer vor, der auch mit einem Kämpfer wohin fährt. Stell dich mal selbst vor jetzt. Mein Name ist Ulf Schmidt aus Bielefeld. Ich bin dreifacher Kickbox-Weltmeister und fahre jetzt mit einem meiner Schüler zu den Europameisterschaften der WAKO im K1 vom 11. bis zum 20. November in Antalya. Du hast ja, wie lange bist du beim Boxsport oder beim Sport überhaupt? Seit 1976. Seit 1976. Und welche Erfolge hast du mit Kämpfern und so weiter? Wir haben jetzt mittlerweile 10 Weltmeister rausgebracht, 24 Europameister und die deutschen Titel kann ich nicht mehr zählen. In welcher Sportart? In sämtlichen Sportarten, angefangen vom Taekwondo, Leichtkontakt, Vollkontakt, Kickboxen, Pointfighting, Leichtkontakt, Vollkontakt und K1. Du fährst ja jetzt in die Türkei und zur Europameisterschaft oder was? Ja. Die Europameisterschaft ist vom 11. bis zum 20. November in Antalya, der WAKO, und da kämpft mein Meisterschüler, der Oleg Andrejko, für die deutsche Nationalmannschaft. Ah, für die Nationalmannschaft. Das ist ja schon ein enormer Erfolg. Ja. Wie sieht es aus? Ich habe auch gehört, ihr veranstaltet auch in Bielefeld. Sag mal, die Veranstaltung und Termin und... Die nächste Veranstaltung, die wir selber machen, ist am 4. März im Sportpalast Bielefeld mit mehreren Sportarten, nicht nur Kickboxen, da machen wir auch Boxen und MMA. Sag mal die Anschrift, du hast ja den Termin jetzt gesagt, nenn mal eure Anschrift und Sportpalast euren Verein. Bielefeld, ja. Stadtring 15 in 33647 Bielefeld. Und was für ein Verein seid ihr? Das ist der Sportpalastverein. Also der Sportpalast Bielefeld Fight Club. Und wie viele Mitglieder habt ihr so in etwa? Kann ich nur schätzen, circa 500. Oi. Und aktive? Das sind alles aktive, wir haben keine passiven Mitglieder. Na, ich meine jetzt aktiv als Sportler, die im Kampfeinsatz kommen. Wettkämpfer müssten das jetzt um die 30 sein. Um die 30. Und wie sieht es mit Mädels und Frauen aus? Wir haben einen recht hohen Frauenanteil, gerade beim Boxen und Kickboxen. Beim MMA und Ringen gibt es leider keine Frauen bei uns. Ja, ich kann da nur Dankeschön sagen. Ist gut, dass man sich da hier mal ein bisschen vorstellen kann und wünsche euch viel Erfolg. Vielen Dank. Jo. So, ich sag mal Tschüss.